Ich habe mich 2000 auf den Weg gemacht und ich glaube 2001 mehr oder weniger unfreiwillig. Also dieses Erwachen bei mir oder zurück zu mir selbst. Wer bin ich wirklich? Worum geht es mir? Was macht mich aus? Das war ein bisschen, das brauchte ich ein bisschen heftiger, weil ich sonst da nicht hingeschaut hätte. Und dann habe ich einfach ganz viele Steps gehabt und bin ganz tief gegangen. Ich habe wirklich meine Zwiebelschichten, die da über meinem inneren Kern und meiner Essenz und meinem Licht liegen, die habe ich dann so Stück für Stück abgepult und habe mich wirklich ganz, ganz tief mit mir selbst beschäftigt. Und das heißt, da ist ganz viel Tiefe. Das ist in meinem Fundament, das ist in meinem Feld, das ist einfach da. Und gleichzeitig liebe ich die Leichtigkeit. Die Natur spielt für mich eine total große Rolle, weil ich in der Natur, ohne dass ich das eigentlich gelernt habe, wenn ich drüber nachdenke, ganz schnell bei mir bin und zur Ruhe komme. Also alles, was vorher im Kopf rumgewirbelt hat und ich sollte, ich müsste, ich hätte, ich könnte, das ist dann ganz schnell irgendwie wie so Wellenrauschen und dann geht das weg und es wird ruhig in mir und die Klarheit, die ja jeder letztlich immer in sich hat, ist dann da. Und es hilft mir tatsächlich auch, wenn ich mich in der Natur bewege. Also es ist jetzt nicht, dass ich immer irgendwo meditierend still rumsitze, sondern dass ich dann auch einfach einen Spaziergang mache oder da folge ich ganz meiner Intuition. Manchmal laufe ich, manchmal gehe ich. Manchmal bleibe ich stehen, setze mich auf einen Stein oder gucke halt irgendeinen Baum an oder bin im Wald, weil je nachdem, wo ich gerade bin. Und sowohl der Wald und die Erde als auch das Meer und das Wasser spielen eine große Rolle für mich. Das geht ganz schnell, dass einfach dann so runterkommt, alles zum Wesentlichen zurück. Und es ist ein ganz wichtiges Tool für mich, um in die Verbindung mit mir selbst zu kommen.